Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einer neuen Folge Jagd auf Rang 1. Das ist mittlerweile schon die 10. Folge und wir sind auf Rang 3 angekommen. Also wir sind wirklich hier Rang 1 schon relativ nah, das ist natürlich geil. Wir versuchen natürlich vielleicht heute den Rang 2 zu erreichen oder so. Schauen wir mal, ob es uns gelingt. Wir sind weiterhin mit der T61 unterwegs. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in das erste Gefecht. Es wird natürlich wieder drei Gefechte in dieser Folge geben. Also seid gespannt und es geht direkt los. So, wir sind im Gefecht mit dabei. Black Yamato wieder mit der T61 und Fianju mit der DeGrasse auf der Karte Splitter. Wir haben jetzt hier drei Zerstörer. Ich habe diesmal den Außenspawn erwischt. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall fix zu A rüberfahren, für unser Team das Cap holen und danach bei B supporten. Ich hoffe, dass die anderen zwei hier auf jeden Fall das B-Cap verteidigen. Schauen wir mal. So. Ja. Fahren wir mal hier einfach gerade durch. Auf den kürzesten Weg Richtung A-Cap. Gegnerteam hat Fubuki, Gede, Gede. Speziell die Gede sind natürlich auch sehr gefährlich. Fubuki hier auch schon Rang 2. Nicht schlecht. So, Funkortung zeigt auf jeden Fall dort hinten hin. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass hier vielleicht ein Zerstörer rumfährt. Zumindest die Funkortung zeigt hier schon links vom Berg. Also irgendwas ist hier in der Richtung unterwegs. Manchmal machen die Zerstörer das ja. So, okay, die Fubuki ist dabei B. Sehr schön. Gegner ist natürlich auch schon im B drinne. Ja, hier auf jeden Fall ist hier ein Zerstörer, hundertprozentig. Funkortung ist hier nach links. Ist halt eigentlich in der Regel nicht die schlauste Idee, quasi hier auf den Gegner-Spawn zu fahren, weil wir haben halt hinter uns da drei Schlachtschiffe und ein Kreuzer, die eigentlich relativ gut aus der Position halt auch Feuerschutz geben können. Gut, auf der anderen Seite, was haben wir da schon mal? Die Fubuki, das heißt, es ist auf jeden Fall eine Gede hier. Das ist natürlich nicht so schön. Fubuki wäre mir natürlich lieber gewesen, weil es halt einfacher ist, gegen die Fubuki hier den Gunfight zu gewinnen. Aber gut, nehmen wir jetzt hier erstmal das Cap an. Leider fährt jetzt anscheinend, ich weiß nicht warum, die Fubuki halt, ja, die fährt uns hier einfach hinterher, anstatt das B-Cap weiter zu blockieren. Bisschen schade. Wahrscheinlich wird jetzt das Gegnerteam dadurch das B-Cap einnehmen können. Aber gut, das ist halt gar nicht so schlecht, dass die Fubuki hier kommt, weil, wie gesagt, hier haben wir auch schon die Gede entdeckt. Schauen wir mal, schießt da? Ja, schießt. Habe halt extra gewartet mit dem Schießen. Weil ich natürlich erst durchcappen wollte und wenn er nicht schießt, dann hätte ich gesagt, ja, gut, lassen wir uns beide wieder zugehen. Ich kriege das Cap und dann kann ich dich immer noch beschießen. Aber er hat halt geschossen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass unser Team jetzt hier auf jeden Fall mitschießt. Die Gede jetzt hier in einer ganz, ganz schlechten Position. Haben jetzt hier auch schon 5000 Schaden gemacht, circa. Natürlich gut. Haben aber halt auch schon 5000 Schaden kassiert, von daher relativ ausgeglichen hier. Gede hat halt ein bisschen mehr Leben wie wir selber. Waren 2 gegen 1, beziehungsweise mit den ganzen Schlachtschiffen und den Kreuzern in der Mitte im Rücken. Das nächste Mal, wenn die Gede dort aufgeht, sollte sie eigentlich von unserem Team einfach komplett zerstört werden. Gut ist auch, dass die Fubuki jetzt hier vorne fährt, die kann ein bisschen tanken. Oder sie nimmt einfach ein Torpedo. Das ist natürlich auch eine Option. Das ist natürlich nicht so schön. Jetzt ist die Fubuki hier auch fast tot. Oder was heißt fast tot? Wir sind natürlich nicht fast tot, aber das war ein bisschen sehr unnötig, dass die Fubuki jetzt hier quasi vorfährt. Und der wusste, dass ein Zerstörer ist. Ich hoffe, er supportet uns jetzt hier wenigstens gegen die Gede. Oder unser Team allgemein. Weil die Gede ist jetzt hier wirklich eine Position, das ist halt überhaupt nicht gut. Fubuki schießt ein bisschen mit, trifft leider nicht wirklich. Aber leider schießt sonst keins von unseren Schlachtschiffen leider mit.
Oder unser Kreuzer. Es hätten auf jeden Fall genügend einen Winkel. Wir werden jetzt hier auch schon vom Gegnerteam beschossen. Obwohl wir halt auf unserer Spawn-Seite sind. Das ist halt schon sehr, sehr heftig. Also das ist jetzt halt auch wirklich, wirklich unnötig, dass die Gede hier an der Stelle überlebt hat. Wir sind halt so weit auf unserer Seite und wir werden dann schon eher von den gegnerischen Kreuzern quasi beschossen hier im Fight, als dass unser eigenes Team halt mit drauf schießt. Gede kommt natürlich jetzt hier mit den Leben davon. Weiter hätte ich halt nicht fahren können, weil, wie gesagt, das Gegnerteam hat halt Support gegeben, der Gede, und wir hatten halt nicht wirklich Support. Aber die andere Gede auf der anderen Seite ist rausgegangen. Das ist gut. Versuchen jetzt hier die Leander noch ein bisschen abzufackeln. Hat ja gerade eben schon zwei Brände von uns repariert. Aber leider hier keine Feuer mehr dabei. Schade. E-Cap hat halt das Gegnerteam die ganze Zeit. Wir haben zwar einen Schiffsvorteil. Wir haben halt ein Schiff mehr, aber das Gegnerteam hat halt fast 100 Punkte mehr, weil einfach unsere anderen Zerstörer halt, ja, B einfach den Gegnern überlassen haben. Das ist halt sehr, sehr ungünstig. Könnte auf jeden Fall ein sehr hartes Game werden. Einfach weil wir gezwungen sind, halt viele Kills zu machen. Schauen wir mal. Ich denke mal, die Gede wird sich natürlich jetzt hier verkrümelt haben. Der weiß halt auch, dass er ziemlich viel Glück gehabt hat, dass er dort mit dem Leben davongekommen ist. Und ich werde natürlich jetzt versuchen, Richtung B zu fahren, wenn es halt sonst keiner macht. Dort die Punkte blockieren. Hat uns halt jetzt insgesamt schon ca. 160 Punkte gekostet, dass das Gegnerteam das B-Cap so lange hat. So, Torpedos für die Leander, die hat sich nämlich dort gerade eingenebelt. Wenn sie dort drin stehen bleibt, dann haben wir vielleicht eine Chance, diese zu treffen. Und ein Torpedo reicht auf jeden Fall. Wenn wir dort ein Torpedo treffen, dann ist er tot. Hat ja nicht mehr viel Leben gehabt. So, die Bayern stirbt aber auch von den Gegnern. Das ist sehr nice. Das Gegnerteam ist halt immer noch von Punkten vorne. Wir haben leider auch die Mexiko verloren. Jetzt werden wir sogar von eigenen Zerstörer getorbt. Aber wir haben hier die Leander erwischt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, wir sind jetzt auch gleich beim B-Cap angekommen. Leider sind wir jetzt hier geplanespottet durch das Schlachtschiff. Das ist ganz, ganz ungünstig. Aber unsere Flak war so nett und hat sie runtergeholt. Sind jetzt auch mit allen drei Zerstörern hier beim B-Cap. Das ist natürlich super. Hat aber halt auf jeden Fall viel zu lange gedauert, dass wir hier das Cap blockieren, weil, ja, es sind jetzt schon 7 Minuten vom Gefecht um und das Gegnerteam hat halt permanent das Cap gehabt. Obwohl wir gerade zwei Schiffe mehr haben, ist das Gegnerteam halt immer noch in Führung. Und das kann halt am Ende schon brenzlig werden. Unser De Grasse ist fast tot. Ich habe nicht mehr viel. Also allgemein, die ganzen Zerstörer bei uns haben nicht mehr viel. So, jetzt müssen wir auch noch hier einen Torpedo-Beat machen. Puh, das war auf jeden Fall knapper wie gehofft. Da war ich ein bisschen zu geizig mit meinem Sonar gewesen. Das waren die Torpedos von der Gede, gehe ich mal von aus, die eben unnötigerweise überlebt hat. Wir müssen auf jeden Fall Kills machen, das ist halt wichtig. Sind zwar noch 7 Minuten über, aber Punkte ticken für die Gegner und unser De Grasse ist jetzt hier auch rausgegangen. Jetzt wird es natürlich nochmal deutlich schwieriger. Haben wir schon 150 Punkte Rückstand. So, da ist die Mexiko. Die Gede blockiert halt hier gerade das Cap, die halt auch nicht mehr so viel Leben hat. So, konnten uns hier mal eine Smoke reinsichern. Gegnerteam steht kurz vor dem Sieg, kam jetzt hier auch gerade die Meldung, also wir müssen Kills machen. Da ist die Gede wieder, die unnötigerweise überlebt hat. Leider wieder zu schnell zugegangen. Machen jetzt aber hier mal unser Sonar an, falls dort wieder Torpedos kommen. Da ist die Gede. Smokt sich aber auch da. Die müssen jetzt versuchen, hier irgendwie vielleicht blind im Nebel zu treffen oder so. Da haben wir sie getroffen. Komm, noch ein Treffer. Nice. Weg ist sie.
Das war wichtig. Jeder hätte natürlich schon viel länger raus sein müssen. Vielleicht können wir jetzt hier auch noch die Mexiko wegtorben. Das könnte auf jeden Fall das sein, was unser Team jetzt braucht, um das Ganze zu gewinnen. Oh je, da hinten ist schon ein Zerstörer irgendwo außenrum gefahren. Mal aufpassen, dass wir hier keine Torpedos bekommen. Wir sind jetzt hier leider gespottet, ganz knapp. Gehen aber jetzt direkt wieder zu. Okay, Mexiko ist raus. Haben jetzt hier auch unsere Smoke gemacht. Deswegen haben wir hier geballert. Okay, aber jetzt erstmalig sind wir hier mal in Führung. Das ist natürlich top. Cap wird aber leider immer noch blockiert hier von der Dunkirk. Und hinten ist halt immer noch irgendwo ein Zerstörer. Eventuell versuche ich jetzt für unser Team. Es wäre natürlich nice. Also die Dunkirk sollte sterben. Das wäre sehr, sehr geil. Versuche mich vielleicht hier mal so ranzuschleichen. Schauen wir mal, ob er Zielerfassungsmod drin hat. Nein, Dunkirk hat nicht das Zielerfassungsmod drin. Das ist natürlich gut. Sonst wären wir jetzt schon einen halben Kilometer offen. Also er hat halt keinen Mod verbaut. Solltet ihr auf jeden Fall immer machen. Auch wenn das Mod teuer ist. In diesem Fall wäre ich jetzt schon deutlich früher zu sehen gewesen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich will jetzt natürlich nicht direkt rumfahren, weil wir sind jetzt hier spotted. Verstecken uns hier ein bisschen hinter der Insel. Er sollte eigentlich, wenn er auf uns schießt, in diesem Berg vor uns hängen bleiben. Ja. Ja, schießt jetzt auch nicht auf uns, weil er weiß, dass seine Kugeln in den Berg gehen. Jetzt können wir die Chance nutzen und rückwärts fahren und die Torpedos raushauen. Hoffentlich werden wir nicht von der Sekundär gekillt. Sehr schön. Dunkirk ist raus. Damit ist das B-Cap jetzt endlich auch mal frei zum Einnehmen. Und das Gegnerteam hat jetzt auch nur noch einen Zerstörer über. Ein sehr, sehr, eigentlich ein sehr eindeutiges Spiel von den Kills her. Okay, jetzt haben wir noch ein Schiff mehr verloren, aber von den Punkten, guckt euch das an, wir sind gerade mal 50 Punkte vorne. Das hätte halt fast sogar eine Niederlage werden können. Hätten wir jetzt hier vielleicht nochmal das eine oder andere Schiff mehr verloren, vielleicht ein Schiff verloren noch mehr und einen Kill weniger gemacht, dann hätte das Gegnerteam halt hier vielleicht durch die Punkte halt so ein 2 gegen 4 oder 2 gegen 5 halt gewinnen können. Und das war auf jeden Fall schon ein bisschen zu viel des Guten. Ich werde jetzt auch einfach Safety First, weil ich will jetzt hier nichts riskieren. Ich fahre jetzt Safety First nochmal zum C-Cap rüber. Das Game, das läuft ja noch 3 Minuten. 800 Punkte, das heißt, wir sollten dort auch noch ankommen. Außer der Zerstörer stirbt. Das heißt, jetzt gilt es halt einfach dann überleben und eventuell noch den Gegnern ein paar Punkte. Nein, weil wenn jetzt die gegnerische Fubuki zum Beispiel noch die Mutsu da hinten raustorbt, die fast tot ist, oder den Black Yamato, dann ist das Gegnerteam wieder vorne. Und das ist halt wirklich ein sehr, sehr knappes Game. Gegnerischer Zerstörer nimmt nämlich jetzt auch noch das A-Cap ein. Na, das heißt, dort ist jetzt auch der Punktefluss gestoppt. Und das gleiche versuche ich natürlich jetzt hier auch auf der anderen Seite zu machen. Das ist wirklich sehr knapp, also fast unnötig knapp, obwohl wir jetzt noch das Vierfache an Schiffen haben. Na, wenn der jetzt noch einen Kill macht, die Fubuki, nachdem er das Cap da eingenommen hat, dann könnte es schon eine Niederlage noch werden. Daher nehmen wir uns natürlich jetzt hier das andere Cap vor. Der Black Yamato, der hat halt auch nur noch 1000 Leben. Da würde er halt sogar den Gunfight gegen die Fubuki vermutlich verlieren. Deswegen fährt er da auch so defensiv, was halt genau richtig ist. Mit 1000 Leben kannst du halt nicht den Zerstörer da rausnehmen. Speziell, wenn es halt so knapp ist. Und ja, es ist halt immer noch so, wenn ein Schlachtschiff von uns stirbt, hat das Gegnerteam wieder mehr Punkte. Aber dadurch, dass wir jetzt hier quasi das C-Cap einnehmen, wird das dann halt über die Zeit auf jeden Fall reichen, selbst wenn wir noch ein Schiff verlieren. Oh, Black Yamato wird da auch runtergeschossen. Okay, aber die Mutsu hat die Fubuki rausgenommen. Sehr, sehr schön. Knappes Gefecht, obwohl es halt eigentlich eindeutig aussah von den Schiffen her. Dennoch ziemlich knapp hier die Sache. 37.000 Schaden wurden, das ist auch nicht die Welt, aber es war eine richtig gute, solide Runde auf jeden Fall mit wichtigen Entscheidungen, die wir hier getroffen haben, denke ich mal. 75 Zieltreffer, 2 Torpedotreffer, 2 Flugzeuge runtergeholt, dann 4 Ausfälle, 3 Schiffe zerstört, 4 Brände, 1 Wassereinbruch und 2 Eroberungen unterstützt. Hier wirklich auch beim Teamergebnis eine richtig starke Divisionsleistung, die wir hier geleistet haben. Auch wenn unser De Grasse sehr früh gestorben ist, hat sie hier das Großkaliber rausgeholt. Das ist natürlich mega nice, aber es war wirklich ein verdammt knappes Game, weil wir halt einfach den Fehler gemacht haben in diesem Game. Wir haben einfach die Gegner in der Mitte machen lassen. Die hatten halt wirklich 7 Minuten lang uncontested mehr oder weniger das B-Cap gehabt.
Das hätte uns halt fast zum Verhängnis werden können. Gegnerische Fubuki auch eine starke Runde gespielt, hat auf jeden Fall auch alles richtig gemacht, hat auch damit verdient seinen Stern sichern können. Sogar Großkaliber gab es auch noch oben drauf. Wirklich starke Runde. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Gefecht. So, und wir sind im nächsten Gefecht auf der Karte Norden von der Division, alles unverändert. Schauen wir mal ein Gegnerteam hier auf jeden Fall auch ein Rang 2 Spieler schon dabei. Black Yamato ja auch schon Rang 2. Wir sind kurz vor Rang 2. Das ist natürlich auch schon mal nice. Schauen wir mal, Gede noch ein Gegnerteam. Fubuki. Schauen wir mal, was dort so geht. So, ich starte natürlich hier auf der B-Seite, deswegen fahren wir natürlich hier nach B rüber. Ich hoffe, dass unsere Gede hier mitkommt zum Supporten. Das wäre natürlich top. Funkortung ganz normal auf der anderen Seite. Ich werde auch auf jeden Fall was nach B fahren. Und es sieht so aus, als wenn wir relativ wenig Support hier bei B bekommen. Wenn ihr oben unser Team seht, 5 Schiffe fahren hier schon mal Richtung A. Das ist natürlich, ja, semi-gut, sage ich mal. Aber gut, solange sie halt A einnehmen und dort durchpushen und das C-Cap bekommen. Dann passt das Ganze. Wir werden wahrscheinlich nur das B-Cap hier halt nicht langfristig bekommen. Wir haben zwar jetzt hier hinter uns noch die DeGrasse dabei, aber mit 2 Schiffen das B-Cap einnehmen wird schwierig. Vor allem dort sind schon zwei Kreuzer gespottet, die hier auf jeden Fall rüberkommen. Ein Zerstörer wird mindestens auch hier sein. Das heißt, wir haben hier schon 3 bis 4 Schiffe auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ja, Cap ist blockiert, das heißt auf jeden Fall ein Zerstörer ist hier. Wir machen auch mal unser Sonar an. Also wir sind auf jeden Fall in Unterzahl auf der Seite. Oh, und haben auf der anderen Seite auch direkt schon unsere Pensacola verloren. Oh je. So. Torpedos hier. Schauen wir mal. Versuchen jetzt hier vielleicht hinten zur Insel hinzukommen. Das wäre halt geil, wenn uns das gelingt. Cap ist natürlich blockiert. Schauen wir mal. Vielleicht sind wir sogar erfolgreich mit unseren Torpedos. Wer weiß. Okay, da haben wir schon mal die Gede gespottet. Die ist nämlich jetzt hier durch das Sonar offen von unserer DeGrasse. Das ist halt ganz nice. Und ich habe jetzt hier eine Position, wo ich halt drauf schießen kann, mehr oder weniger. Schauen wir mal. Ja, bin hier auf jeden Fall ein bisschen auf die Gede schießen. Nur ein bisschen aufpassen, sind jetzt hier auch spottet an der Stelle. Eventuell sollte ich dort meine Smoke zünden. Eventuell könnte das besser klappen. Halt aufpassen, die Galisionäre ist dort auch noch. Jede steht dort halt immer noch. Wir warten mal kurz. Genau, jetzt haben wir wieder besseres Spotting, also besseren Tarnwert, 5 Kilometer. Können wir hier kurz wieder rausfahren. Und jetzt versuchen wir es mal mit der Smoke. Weil die Gede ist halt durch dieses Sonar von unserer DeGrasse rechts offen. Und ich kann halt jetzt draufschießen. Das ist halt gerade richtig genial und er kann halt nicht viel gegen machen. Außer jetzt hier so ein bisschen blind in den Nebel zurückschießen. Trifft sogar, immerhin. Aber wir haben ihn auf jeden Fall schon mal halb runtergeschossen. Was natürlich sehr geil ist. Ist jetzt auch irgendwie gezwungen, dort wegzufahren. Hat halt auch gemerkt, dass er dort nicht mehr stehen bleiben kann. Und kriegt immer noch Schaden hier von uns. Sehr schön. Wirklich sehr, sehr gutes Positionsspiel jetzt hier von uns beiden. In Kombination mit der DeGrasse vom Hydro hier. Schauen wir mal, ob wir ihn hier nochmal treffen. Leider hat er knapp überlebt. Ich hätte vielleicht ein bisschen früher nebeln sollen. So, da kommen Torpedos. Schnell den Motorboost rein, damit wir schneller beschleunigen.
Hat alles soweit geklappt. So, die brennt auch noch, die Gede. Ihr seht oben rechts den Schaden. Er geht hoch. Jetzt hat er leider gerade aufgehört, wo ich es gesagt habe. Leider das Feuer gelöscht. Aber wir nehmen das Cap ein. Das ist natürlich alles, was wir wollen. Hier im Unterteil sind jetzt hier 2 gegen 4 mehr oder weniger. Das ist natürlich top. So, nochmal ein paar Torpedos. Kriegen wir das Cap? Komm, eine Sekunde noch. Yes! Cap haben wir eingenommen. Das ist natürlich optimal. Gegner hat halt immer noch ein Schiff mehr, aber wir werden jetzt punktemäßig ein bisschen was gut machen. Da hinten ist halt auch schon die Dunkirk. Sehr gefährlich. Galizionäre da hinten. Vielleicht können wir dort noch mal ein bisschen drauf wirken. Da ist auch noch mal die Gede. Traut sich hier sogar zu schießen. Ich hoffe, wir erwischen die jetzt hier. Das wäre natürlich geil. Ah, steinig leider zu schnell, glaube ich. Ja, schade. Aber die Gede hat halt auch nicht mehr viel. Das Geile ist halt hier wirklich, dass wir halt das Cap blockieren, was halt ganz wichtig ist für unser Team. Von den Punkten holen wir nämlich jetzt auf, obwohl wir ein Schiff weniger haben. Pensacola ja direkt am Anfang gestorben. So, mehr Torpedos hier. Na, stinkt, glaube ich, den Gegnern hier auch relativ. Schauen wir mal, ob wir die Dunkirk da ein bisschen mit Torpedos versorgen können. Dort kommt jetzt auch aggressiv die Nürnberg reingefahren. So, Cap ist wieder blockiert von der Nürnberg. So, versuchen nochmal ein paar Torpedos gegen die Dunkirk rauszuhauen. Wir müssen uns natürlich jetzt hier wieder in unsere Insel verstecken. Die Nürnberg kommt hier gefährlich nahe. Sind jetzt hier auch durch das Sonar offen, dauerhaft von der Nürnberg. Oh, Torpedotreffer. Sehr schön. Auf Dunkirk ein, wenigstens. Hat aber instant reparieren können. Das Optimum, was ich jetzt vielleicht hier noch rausholen kann. Ah, leider ist unsere Degrasse jetzt rechts auch gefallen. Jetzt sind wir sogar 2 Schiffe in Rückstand. Unser Team auf der anderen Seite muss auf jeden Fall mal endlich pushen. Die sind dort ja wirklich in Überzahl. Können wir da vielleicht torpedomäßig noch was machen? Wir sind hier halt relativ aufgeschmissen, sage ich mal. Eventuell können wir noch einen oder so mit Torpedos mitnehmen. Das wäre natürlich geil. So, einmal die Chance genutzt, wo er jetzt hier geschossen hat. Torpedos extra weiter nach links reinsetzen, weil das, was man natürlich macht, er hat ja so nah an, eindrehen. Er macht halt alles richtig. Aber unsere Torpedos waren halt dementsprechend halt auch gesetzt. Ich hoffe, dass wir dort einen Treffer machen, dann ist er tot. Nice. Dann haben wir hier schon mal die Nürnberg raus. Leider sind wir jetzt planespotted noch. Aber wir holen halt einfach so viel Zeit raus. Wir sind jetzt hier alleine gewesen gegen 4 Gegner. Die Galizionäre wird wahrscheinlich links gleich rumfahren. Aber wir können hier gerade halt nicht wirklich weg. Schauen wir mal. Wir warten jetzt hier einfach die Zeit ab. Wir sind halt immer wieder planespotted. Machen jetzt hier auch nochmal so nah an. Weil der Zerstörer ist ja auch wieder zurückgefahren. Kann natürlich sein, dass der Zerstörer jetzt hier rumfahren will. Ah, da ist auch schon der Zerstörer. Sind jetzt hier auch durch so nah offen. Schade. Echtes Timing, dass wir gerade zurückgefahren sind. So, links haben wir jetzt hier den Kreuzer. Jetzt sind wir natürlich sehr, sehr am A. Aber ich versuche jetzt hier auf jeden Fall noch den Zerstörer mitzunehmen. Das ist so das, was wir jetzt hier noch machen können. Eventuell. Ah, komm, einmal noch schießen. Okay, nice. Nice, nice. Konnten wenigstens auch noch die Gede, die wir schon vorher fast getötet haben, mitnehmen. Das war leider das Optimum, was wir dort draußen nehmen konnten.
Die Galisionäre hat es gut gemacht, die ist halt dann außenrum gefahren um die Map sozusagen und hat uns dann quasi von hinten sozusagen hochgenommen. Aber wir haben hier wirklich eine sehr, sehr lange Zeit lang vier Gegner beschäftigt und guck mal, das Game, das geht jetzt schon fast 10 Minuten, sind gleich nur noch 5 Minuten auf der Uhr und jetzt ist das Gegnerteam erst dabei, das C-Cap quasi einzunehmen. Und auch wenn wir jetzt hier gerade von den Schiffen her in Rückstand sind, oh, Torpedos sollten gut sein, das heißt, die Arizona stirbt dort. Dort haben wir noch ein. Oh! Wir hatten sogar noch eine T-61 auch auf unserer Seite. Merke ich jetzt gerade. Er kommt jetzt halt auch oben von der Seite. Das heißt, es waren gar nicht vier Schiffe, die wir dort drüben beschäftigt haben, sondern wir hatten fünf Schiffe auf der Seite, die wir mehr oder weniger zu zweit zusammen mit der DeGrasse beschäftigt haben und damit auch noch zwei Stück mitgenommen haben und über 10 Minuten lang das Cap gehalten haben. Also, es war wirklich eine richtig starke Leistung von uns da drüben. Und es sieht punktemäßig sehr, sehr gut aus. Wir haben hier 120 Punkte Vorsprung, obwohl das Gegnerteam noch mehr Schiffe hat. Und die Galisionäre drüben, die war ja auch schon fast tot. Und bis die quasi jetzt wieder ins Gefecht ist, also von der anderen Seite der Karte jetzt hier in das Gefecht eingreifen kann, genau wie die Dunkirk, vergehen wieder ein paar Minuten, sage ich mal. Daher denke ich mal, dass wir die Gegner auf jeden Fall lang genug drüben aufgehalten haben, damit unser Team jetzt hier den Sieg nach Hause bringt. Ich hoffe es zumindest. Wir haben wirklich hier unser Bestes da drüben gegeben und wirklich sehr viele Gegner sehr lange beschäftigt. Und das, obwohl wir halt mehr oder weniger die Pensacola direkt am Anfang verloren haben. Die ist wahrscheinlich Breitseite gefahren, wurde gespottet und mehr oder weniger vom gegnerischen Schlachtschiff mit ein, zwei Salven halt einfach deleted worden. Und hatten da halt direkt schon am Start ein Schiff weniger. So, hier auch nochmal der Fight. E ist aber auch noch Full Life, die gegnerische. Die war das ganze Game, glaube ich, noch gar nicht offen. Die muss auch irgendwo die ganze Zeit drüben immer beim C-Cap gewesen sein. Ich habe mich schon gewundert, warum da so viele Torpedos immer kamen. Die Gede so einen guten Nachladezeit hat, aber dann war die T halt auch noch da und hat uns auch versucht wegzutorpen. Umso besser für unser Team. Haben wir sie halt wirklich lange beschäftigt. Da ist auch noch die Fubuki, die hat auch nicht mehr viel. Aber jetzt fehlen auch nur noch 100 Punkte. Guck mal, die Dunkirk ist gleich wieder im Gefecht und auch hinten. Die Galisionäre, die sind jetzt erst wieder im Gefecht, also 3 Minuten vor Ende können sie eigentlich erst effektiv unser Team hier angreifen. 12 Minuten lang waren sie halt beschäftigt auf der anderen Seite, wo wir sie aufgehalten haben. Und ja, es war eine schöne Runde auf jeden Fall. Bauen wir auf jeden Fall auch hier zu Ende an. Ich will natürlich sehen, wie wir dieses Game hier gewinnen. Ich hoffe doch. Dunkirk, ah, kriegt hier leider ein Torpedo. Einer ist aber okay. Fehlen halt nur noch 50 Punkte. Die Galisionäre versucht jetzt ins A-Cap noch reinzukommen. Aber das C-Cap haben wir ja auch noch. Dunkirk muss noch ein bisschen aushalten. Von den Punkten her dauert es nicht mehr lange. Oder die gegnerische Dunkirk stirbt einfach vorher. Das wäre natürlich auch eine Option. Dann haben wir sofort gewonnen sogar. Was eine geile Runde. Auch wenn mein persönliches Ergebnis jetzt vom Schaden her und wahrscheinlich auch nicht in der Teamwertung jetzt ganz krass sein wird, aber. Wir haben hier auf jeden Fall einen geilen Job gemacht. Und raus ist er und der Sieg ist da. Mega geile Runde. Hat richtig Laune gemacht. Schauen wir mal, was so das Ergebnis sagt. Ein Stern dazu. Ja, 38.000 Schaden wurden es am Ende. Hat die gegnerische Galisionäre auf jeden Fall gut gemacht. Außenrum gefahren, sonst hätten wir eventuell noch sogar die Dunkirk noch wegtorpen können dort. Aber wir haben auch so richtig gut was aus der Situation rausgeholt. Zwei Schiffe rausgenommen. Also es war wirklich top. Hat richtig Laune gemacht. 47 Zieltreffer, 2 Torpedotreffer, 5 Ausfälle, 2 Schiffe zerstört, 3 Brände, 2 Wassereinbrüche und eine Eroberung unterstützt. Und im Teamergebnis sind wir sogar auf den ersten Platz gelandet, was mich hier wirklich wundert. Also so gut war die Runde gar nicht. Aber auch eine gute Teamleistung, die wir hier speziell die ersten 4 Plätze im Team rausgeholt haben, alle über 2000 Basis-EP. Das ist auf jeden Fall super. Unsere Pensacola hat natürlich nichts gemacht. Der freut sich natürlich jetzt, dass wir das Game hier mehr oder weniger gewonnen haben, obwohl er selber nichts gemacht hat. Er hat nicht mal die Hälfte von der Erfahrung wie der Letzte im Gegnerteam. Also, das sagt schon einiges. Aber schöne Runde auf jeden Fall. Richtig nice. Und ich würde sagen, wir machen jetzt die dritte Runde in dieser Folge. So Leute, wir sind jetzt beim Aufstiegsspiel auf Rang 2 auf der Karte Meerenge. Schauen wir mal, ob uns das Ganze gelingt. Haben jetzt hier auch schon eine Erobern-Team, die auch schon Rang 2 ist.
Deck Yamato ist jetzt auch schon knapp vor Rang 1. Ich glaube, ihm fehlen noch 2 Sterne oder sowas. Also 2 Siege, dann hat er es schon geschafft. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Aber wenn wir diese Runde gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall schon mal Rang 2. Das wäre natürlich super. Und wir werden natürlich jetzt hier Richtung A fahren. Erstmal das A-Cap einnehmen und dann versuchen, das B-Cap zu contesten und quasi einzunehmen optimalerweise. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Ich hoffe doch. Erging auf jeden Fall eine Karte, die ich eigentlich relativ gerne mag, zumindest hier im gewerteten Modus. Macht mir eigentlich immer viel Spaß. Der Kampf um B. Ist immer so ein kleiner Nervenkitzel, sage ich mal. Weil da halt wirklich viele Torpedos halt auch immer kommen. So, Cap wird natürlich jetzt hier eingenommen. Gegnerteam war ein bisschen schneller am C-Cap sogar drin. Aber das macht nichts. Verlieren wir ein paar Punkte, aber das sollte in Ordnung sein. So. Fahren natürlich jetzt hier auch ins Cap rein. Okay, ein Beta-Cap ist schon mal was drin. Das heißt, wir machen jetzt hier auch schon mal so nah an. Werden wahrscheinlich gleich die ersten Torpedos hier kommen. Da rechts geht auch eine Smoke auf. Wir hauen mal unsere Torpedos raus nach der Funkortung. Sind wahrscheinlich sogar schon 2 Schiffe im B drin. So schnell, wie sie jetzt hier gerade cappen. Schon heftig. Ja, ich glaube, das waren 2 Schiffe. Also 2 Zerstörer sind hier schon im Cap drin. Da haben wir schon mal die Fubuki entdeckt. Können wir jetzt auch nicht wirklich outspotten. Müssen uns jetzt hier aufsmoken. In Ordnung. Haben jetzt hier schon gut kassiert. Mal wirklich aufpassen hier. Da kommen auch die ersten Torpedos. Da hinten ist schon mal die T-61. Und dann rechts in der Smoke ist wahrscheinlich noch ein Zerstörer drin. Oh, treffen wir dann Torpedo? Ah, leider nicht. Ich bin eingedreht von der T. Ein bisschen gefährlich. Hier ist noch die Fubuki auf der Seite. Okay, so nah läuft noch 15 Sekunden. Hauen auf jeden Fall nach der Funkortung hier die Torpedos raus für die Fubuki. Muss hier halt irgendwo links am Rand stehen. Da haben wir schon Torpedos. Oh, okay, da müssen wir auf jeden Fall... Arsch. Ja, doch, rückwärts sollten wir dort reindrehen können. Zwischen den 2 rechten Torpedos. Sollte eigentlich passen. Oh nein, Cross-Torps. Oh, da kannst du halt nichts machen. Wir haben die Fubuki gerade noch rausgetorpt, aber wir haben halt perfekte Cross-Torps bekommen. Die sind genau zu dem Zeitpunkt gleichzeitig hier angekommen. Einmal von der linken Seite von der Fubuki und von der rechten Seite von der T-61. Den Torpedos von der Fubuki konnten wir halt noch perfekt ausweichen. Aber dadurch, dass wir für die Fubukis Torpedos quasi quer gedreht haben zur anderen Seite, konnten wir halt dann die zeitgleichen Torpedos von der gegnerischen T-61 leider nicht ausweichen. Das war unmöglich an der Situation. Sowas ist halt natürlich bitter. Das ist mir, glaube ich, das zweite Mal jetzt passiert in dieser Saison, dass ich quasi durch Torpedos gestorben bin mit einem Zerstörer und beides Mal auf der gleichen Map und beides Mal waren auch so eine ekligen Cross-Torps, die man halt nicht ausweichen konnte, weil einfach beide Seiten gleichzeitig kamen. Das war gut gemacht von den Gegnern. Sicherlich nicht unbedingt gewollt. Das war vielleicht Zufall, dass halt einfach beide gleichzeitig die Torpedos hier rausgehauen haben. Wir haben halt immerhin noch mehr oder weniger getradet. Wir haben jetzt noch die Fubuki weggetorbt. Ne? Die habe ich ja mit der Funkortung quasi in der Smoke lokalisiert, dorthin getorbt und habe diese dann auch rausnehmen können. Leider sind wir halt dabei gestorben. Und ja, ich würde auch sagen, wir schauen uns das Gefecht jetzt gar nicht am Ende an, weil das hat ja gerade angefangen. Wir schauen uns das Ende gleich noch an und gucken, ob es ein Sieg wird, ob wir damit Rang 2 erreichen. Wir werden natürlich nicht oben stehen, weil da macht man manchmal einfach nichts als Zerstörer, speziell in solchen Situationen. Hoffe ich mal, dass unser Team das hier irgendwie
schafft und wir sehen uns dann gleich am Ende des Gefechts wieder. So, das Game ist fast zu Ende. Hier kommen nochmal ein paar Torpedos für das letzte verbleibende Schlachtschiff. Unser Team konnte soweit gewinnen. Toi, toi, toi. Haben wir auf jeden Fall Rang 2 erreicht. Sehr, sehr schön. Wir schauen uns natürlich auch nochmal das Ergebnis an. Auch wenn es diesmal eher eine Nullnummer war. Aber manchmal passiert das halt. So, erstmal nochmal unser Aufstieg. Rang 2 ist erreicht. 5 Sterne noch. Und am Ende wurden es halt nur 12.000 Schaden. Wir haben halt mehr oder weniger die Fubuki weggetorbt. Und das war's dann halt. 5 Zieltreffer, ein Torpedotreffer, eine Eroberung unterstützt. Einmal ein Schiff zerstört, die Fubuki, Wassereinbruch. Dann haben wir erstes Blut gemacht plus vernichtenden Schlag. Und dann schauen wir uns natürlich noch das Teamergebnis an. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gefecht noch gewesen an sich. So, ihr seht schon, wie die Verteilung hier ist. Also wir haben hier auf jeden Fall auch die Fubuki, die wirklich eine gute Runde gespielt haben. Wir haben auf beiden Seiten Großkaliber, 2 Stück, also Hauptdamage bei uns die Degrasse und die Aober, die Kreuzer sogar. Und beim Gegnerteam einmal die Leander und die Arizona, wirklich gute Runden gespielt. War am Ende doch ein relativ knappes Gefecht und ich bin natürlich froh, dass wir gewonnen haben. Von mir jetzt nicht die beste Performance. Wir sind jetzt aber immerhin fast im Mittelfeld gelandet oder mehr oder weniger genau im Mittelfeld gelandet. Obwohl wir eigentlich nicht viel mehr gemacht haben, außer halt einen Kill gemacht haben. Die Fubuki haben wir ja alleine gekillt. Daher haben wir halt ungefähr unseren Tod getradet. Und ja, schöne Runde auf jeden Fall. Wir haben es geschafft. Rang 2 ist erreicht. Das heißt, nächstes Mal ist auch schon Rang 1 in Sicht. Das ist natürlich super. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.